Hi zusammen, heute soll es mal um das Thema Produktfotografie gehen. Um genau zu sein, möchte ich dir heute ganz gerne zeigen, wie man aus diesem Bild diese Bilder macht. Ganz genau, ich möchte euch einfach mal zeigen, wie wir mit relativ geringem Aufwand richtig coole Produktbilder machen können. Dabei ist wichtig, wir werden diese Bilder nicht in einem großen Studio aufnehmen, sondern hier bei mir am Schreibtisch. Auch bei der Lichttechnik werde ich jetzt keine großen Lichtformer hier aufbauen, sondern wir wollen es klein halten. Mir geht es hier mehr darum, Storytelling in die Bilder reinzubringen und das Produkt in seiner Bildsprache zu unterstreichen. Und da, wie gesagt, nehme ich euch heute mal mit, wie ich sowas plane, was ich dafür benötige und wie die finalen Bilder nachher entstehen. Also, wenn du Bock auf Produktfotografie hast, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß in diesem Video. Okay, heute soll es um das Thema Produktfotografie gehen und als allererstes, worum geht es überhaupt? Ein Kumpel von mir hat sich selbstständig gemacht und hat unter anderem Manschettenknöpfe, die aus alten Whiskyfässern gemacht werden. Aber nicht nur das, wir haben ja auch noch Halsketten liegen und natürlich die passenden Untersetzer für Whiskygläser. Und diese sollen jetzt in Produktbildern eingefangen werden. Das sind ganz besondere Whiskyfässer, das sind extrem hochwertige Whiskyfässer und soll auch eine ganz spezielle Zielgruppe ansprechen. Hier geht es nicht darum, irgendwie für einen Jack Daniels einen Untersetzer zu bauen, sondern für spezielle Whiskys die passenden Untersetzer zu kreieren, dass die Zielgruppe, die sich diese hochwertigen Produkte kauft, dann auch die Wertschätzung hinter diesem handgefertigten Produkt hat. Das erste, was ich dabei gemacht habe, ist, ich habe mich erstmal hingesetzt und habe erstmal Ideen gesammelt. Whisky ist jetzt nicht unbedingt mein Getränk und deswegen bin ich auch nicht so mit der Whisky-Fotografie bewandert. Also habe ich mich als allererstes mal hingesetzt und mir mal so ein paar kreative Anregungen geholt. Als nächstes habe ich das Ganze dann zu Papier gebracht. Ich nutze dafür ganz gerne Notion, einfach weil ich hier verschiedene Bildideen sammeln kann, das Ganze niederschreiben kann und mir auch direkt eine Shotliste anlegen kann, damit ich dann hinterher in so einem Projekt immer den Überblick behalte. Nachdem ich das getan habe, waren mir schon mal so ein paar Dinge klar. Als allererstes war mir schon mal klar, ich möchte mehr so in diese Richtung alt gehen. Ich möchte klare Strukturen haben. Ich möchte das Holz aus dem Fass, was hier aufpoliert ist, mit alten Holztexturen kombinieren und möchte mehr so in diese Richtung rauchig reingehen. An Whisky denke ich, da denke ich an so rauchig, so denke ich an warme Töne, an Brauntöne und all das sollte nachher in die Produktbilder mit einfließen. Das nächste, was ich jetzt hier also machen musste, war mir ein paar Texturen besorgen. Denn ich habe jetzt mal bei mir zu Hause hier reingeschaut. Ich hatte jetzt nicht das Passende da, um die Produktbilder perfekt darstellen zu können. Also bin ich wieder ins Internet reingegangen und habe mir einfach mal ein paar Sachen bestellt. So, jetzt ist es soweit. Für unser Stillleben, die ganzen Materialien sind angekommen. Wir gucken mal rein, was ich da so alles bestellt habe. Und dann machen wir hier mal einen kleinen Aufbau. Also, auf geht's. Als nächstes brauchen wir natürlich einen Hintergrund und einen Untergrund. Eigentlich hätte ich gerne einen originalen Holzuntergrund gerne benutzt, den ich aber leider nicht da hatte. Also habe ich mich dafür entschieden, einen Untergrund zu nehmen, den ich hier habe, und zwar aus Vinyl, der mir so einen Holzhintergrund imitiert und den dann mehr in der Unschärfe verschwinden zu lassen und auch mit Vordergründen zu arbeiten, damit man nicht gleich sieht, dass ich hier mit Vinyl gearbeitet habe. Und als Hintergrund habe ich mich einfach für einen schwarzen Hintergrund entschieden. Hier könnt ihr entweder so einen Flat-Hintergrund nehmen, so einen V-Flat-Hintergrund oder einfach ein Bastelpapier. Auch das tut es, kleine Hohlkehle hingelegt und schon habt ihr im Endeffekt euer fertiges Setup. Übrigens, eines meiner absoluten Lieblingsobjektive ist das 70mm Makro von Sigma. Nutze ich super gerne, einfach um richtig schön dicht dran zu kommen an die Produkte und natürlich dann auch die Detailshots gut hinzubekommen. Und ich bin halt an kaum Naheinstellgrenze gebunden. Macht super interessant von der Perspektive her. Was ich sonst noch gerne nehme, ist mein 50mm 1.2. Darauf werde ich jetzt auch gleich mal wechseln. Aber das sind so die beiden Objektive, die ich am meisten verwende.
Danach geht es natürlich erstmal ans Licht. Und hier wollte ich jetzt, wie gesagt, nicht mit großem Licht arbeiten, auch keine große Tabletop-Aufnahme mit großer Softbox machen. Denn gerade wenn ich bei so einem Aufbau von oben mit dem Licht komme, habe ich relativ schnell ein relativ flaches Bild. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mit den Tubes der Firma Godox zu arbeiten. Das sind die TL30-Leuchten und die geben mir die Möglichkeit, nicht nur meine Farbtemperatur einzustellen, sondern auch mit RGB-Farbtönen zu arbeiten. Ich habe gleich zwei Stück davon und diese haben mir dann geholfen, meine Szenerie richtig zu beleuchten. Ich habe hier ein relativ hartes Licht und kann damit dem Produkt eine Dreidimensionalität geben. Ich kann mit Schatten arbeiten und kann damit dann meine Szene perfekt ausleuchten. Außerdem sind sie schön klein und kompakt und damit kann ich sie auch überall positionieren und sehen aufgrund der Röhrenform auch noch richtig cool aus, finde ich. Ihr könnt das natürlich auch mit anderen RGB-Lichtern machen, das ist dann komplett euch überlassen. Und somit habe ich dann den ersten Aufbau gemacht und die ersten Produkte dementsprechend platziert. Ich habe dann zum Beispiel erstmal die Manschettenknöpfe genommen und sie in die Truhe rein platziert, um hier, wie gesagt, das Ganze mit dem Holz so ein bisschen zu unterstreichen, mit diesen alten Strukturen. Und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass es noch relativ flach aussieht, das Bild. Also habe ich mir das Seil genommen und habe das Seil in das Bild reinlaufen lassen. Hier konnte ich jetzt also nicht nur die Farbharmonie herstellen, sondern konnte das Seil auch als Vordergrund nutzen und mit den laufenden Linien ins Bild reinarbeiten. Übrigens, um die Bilder richtig beurteilen zu können, habe ich hier hinten noch einen PC aufgebaut und schieße direkt Tethering in den PC rein. Da habe ich die Bilder direkt in groß vor mir und kann viel besser beurteilen, ob die Schärfe richtig sitzt und vor allen Dingen aber auch, wie das Bild direkt in groß wirkt. Das kann man manchmal auf dem kleinen Display gar nicht so gut beurteilen. Deswegen direkt Tethering in den Computer, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das sah schon mal richtig cool aus, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, auch gerade mit einer warmen Farbtemperatur. Aber es hat mir irgendwie immer noch was gefehlt. Und hier an der Stelle ist jetzt Hashtag Werbung, denn wir haben einen Sponsor der heutigen Folge und das ist die Firma Smoke Genie bzw. Pergear. Pergear ist der Importeur, der so cooles Fotozubehör wie zum Beispiel den Smoke Genie im Repertoire hat. Nicht nur das. Auch die RGB-Leuchten von Godox und andere RGB-Lichter bzw. Blitze von Godox, all das findet ihr bei der Firma Pergear auf der Seite. Links dazu packe ich euch unten einmal in die Videobeschreibung rein. Und dieses Zubehör hat mir jetzt geholfen, wie gesagt, die Szenerie richtig auszuleuchten. Den Smoke Genie, den habe ich euch im letzten Video schon vorgestellt. Den Link, den packe ich euch hier jetzt gerne nochmal in die Videobeschreibung rein. Und mit dem Gerät habe ich die Möglichkeit, Rauch perfekt in mein Bild reinzubringen. Ich habe am Anfang schon gesagt, mir war es wichtig, dieses Rauchige noch irgendwie mit ins Bild reinzubringen. Und mit dem Smoke Genie habe ich jetzt die Möglichkeit, hier meinen Rauch perfekt auf die Produktfotografie abzustimmen. Und nicht nur das, mit dem Smoke Genie habt ihr auch die Möglichkeit, gerade indoor oder auch wenn es windstill ist, draußen zu arbeiten und hier mehr Tiefe und mehr Stimmung in eure Bilder rauszugeben. Also, ganz, ganz lieben Dank nochmal an die Firma Pergear und Smoke Genie für das Sponsoring des heutigen Videos. Wenn ihr Bock auf die Produkte habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den passenden Link dazu. So, gerade bei der Produktfotografie heißt es natürlich auch immer mal wieder ein bisschen rumprobieren. Jetzt habe ich ein paar Testaufnahmen gemacht, habe mir noch den Smoke Genie dazu geholt, um noch so ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Wenn ihr so ein Gerät nicht zur Verfügung habt, habt ihr auch die Möglichkeit, Rauch anders zu erzeugen, wie zum Beispiel hier so ganz einfache Rauchkerzen, funktioniert ganz wunderbar. Oder ihr nehmt einfach so ein Rauchspray oder auch eine E-Zigarette, einfach mit Liquid, ohne dementsprechend Nikotin, genau. Ansonsten würde ich sagen, einfach probieren und fotografieren. Okay, was mir jetzt also in meinen Produktbildern noch gefehlt hat, war nochmal so eine zusätzliche Dimension, die ich jetzt mit dem Rauch noch zugegeben habe. Mit dem Smoke Genie konnte ich jetzt ganz gezielt hier meinen Rauch setzen. Danach habe ich angefangen zu experimentieren. Ich habe mir also immer wieder meine Lampe genommen und habe sie umgesetzt. Ich habe die Produkte an verschiedene Stellen reingesetzt und damit dann wiederum immer wieder mehr neue versucht, neue Tiefe zu schaffen und mit den einzelnen Texturen
Texturen angefangen zu spielen. Auch noch so ein kleiner Master-Trick. Und zwar habe ich hier jetzt gerade eine spiegelnde Oberfläche. Ich mache mal zwei Bilder. Einmal mit Spiegelung und einmal ohne. Der Trick ist jetzt einfach nur, ich habe hier nur noch einen CPL-Filter vorgemacht, um die Spiegelung rauszunehmen. Und damit kommen wir perfekt an die Struktur des Holzes ran und nehmen die Spiegelung komplett von unserem Produkt runter. Also, CPL-Filter nicht nur in der Landschaftsfotografie interessant, sondern auch gerade hier in der Produktfotografie, um zum Beispiel Spiegelung runterzunehmen. Was ich dann noch gemacht habe, was ich so ein bisschen vermisst habe, war noch ein Vordergrund. Und als zusätzlichen Vordergrund habe ich dann nochmal beim Stöbern so eine alte Lampe gefunden. Die hat hier so ein richtig tolles Bronze-Finish und passte von der Farbe her auch wieder perfekt zu unseren Produktbildern. Und so habe ich mich dann Step by Step durch die einzelnen Bilder durchgearbeitet bis zu den fertigen Ergebnissen. Ihr seht also, im Endeffekt braucht es gar nicht viel. Ihr müsst euch als allererstes mal Gedanken darüber machen, was ihr überhaupt ausdrücken möchtet. Was möchtet ihr mit euren Bildern sagen? Was ist die Story hinter euren Bildern? Und dann mache ich mich immer ganz gerne auf die Suche nach zusätzlichen Dingen, die meine Story unterstreichen. Wie zum Beispiel so einer alten Holzkiste oder auch so einer Lampe. Da könnt ihr völlig kreativ werden. Nutzt die Dinge, die ihr zu Hause habt. Ihr müsst ja nicht unbedingt immer was kaufen. Für mich war es hier eine Auftragsarbeit. Da möchte ich es natürlich perfekt machen. Aber wenn es für mich zu Hause einfach nur privat ist, kann ich ja auch schauen, welche Produkte ich zu Hause habe und womit ich so eine kleine Geschichte erzählen kann. Rauch, finde ich, gibt dem ganzen Bild noch so eine Extra-Stimmung mit hinzu. Und auch hier habt ihr natürlich verschiedene Möglichkeiten, die ich euch gerade aufgezeigt habe, wie ihr das Ganze dann perfekt umsetzen könnt. Auch beim Licht, seid kreativ. Solche Light-Tubes hier sind zwar ganz cool, aber wenn ihr die nicht da habt, nehmt doch einfach irgendwas, was ihr da habt. Vielleicht habt ihr kleine RGB-Lichter da, vielleicht ist es aber auch einfach nur eine Taschenlampe. Hier kann man auch komplett frei und kreativ werden. Hauptsache ist doch, ihr habt Spaß bei der Fotografie und habt nachher ein Bildergebnis, über das ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Wenn ja, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das Ganze positiv bewertet. Lasst mir auch gerne mal einen Kommentar da, ob euch die Produktfotografie genauso viel Spaß macht wie mir und ob euch das Video geholfen hat, eure Produktbilder zu verbessern. Gerne verlinkt mich auch auf Instagram, wenn ihr diese Ideen umsetzt. Ich freue mich immer wahnsinnig drüber, wenn euch die Videos helfen und ich eure fertigen Ergebnisse dann auch sehen kann. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.